So, servus, hallo Leute, ich bin's wieder, Almeist. Ja, ich bin heute mal ein bisschen unterwegs. Ich zeige euch mal kurz wohin. Ihr seht Basel, Weil am Rhein. Ja, ich bin unterwegs, einen YouTuber besuchen. Nach dem Intro geht's weiter. Weiter geht's. Ja, wir sind auf dem letzten Stück der deutschen Autobahn mit tatsächlich einfach nur noch blauen Schildern, wo nichts mehr draufsteht. Wie geil ist das denn? Gebt euch das. Einfach nur blaue Schilder. Brutal. Naja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt mal ein bisschen über die deutsche Grenze und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, ja, wir sind jetzt über die Grenze, mittlerweile in dem anderen Land. Ich werde euch immer noch nicht verraten, wo wir sind. Ich sag nur, hier werden drei Sprachen gesprochen, unter anderem Deutsch, Französisch und Italienisch. Natürlich auch Englisch, aber das brauchen wir ja, glaube ich, nicht reden. Ja, wir fahren jetzt noch ungefähr 50 Kilometer. Und wenn wir dort sind, werden wir diesen YouTuber anrufen. Und dann sehen wir uns noch. Bis dann. So, ihr seht, wir sind in der Schweiz. Jetzt wisst ihr ungefähr auch, mit welchem YouTuber ich mich verabredet habe. Wir sind in der Schweiz beim Ricci, bei Sunny und Ricci. So ist es. Ja, ich verbringe jetzt 4 Tage hier und ich nehme mal später auf die 4 Tage. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Oder heute. Mal sehen. Tschüss. So, waren gerade baden. Der hat irgendwie einen Kampf mit einer. Keine Ahnung. Ja, war angenehm, war sehr entspannt. Ja. Hier ist noch die Bade. Und ja, Kamera geklaut übrigens. You don't say. Und meinst, wie gefällt dir die Schweiz? Fazit. Von Babbes. Nee, von Babbes. Teuer, aber geil. Schöne Berge und so, ne? Mhm. Was? Und die nicht nur in der Landschaft. Das ist jetzt so ein typischer Talk-Life-Moment. Eben, die Berge. Da müssen wir unten durch den Dschungel in der Schweiz. Und eben, wo bin ich stehen geblieben? Mitten auf der Straße. Jetzt haben wir uns verlaufen in der Schweiz, in der großen Schweiz. Eben so ein richtiger Tagmoment, wo du gesagt hast, mit den Hügeln. Mhm. Da wäre so passend, gerade so einen Schnitt machen. Mit der Sonnenbrille und ein Joint und ein Toglife. Und was meinst du dazu? Nee. Pokémon. Wann geht's eigentlich weiter mit dem Let's Play von uns? Bald. Heute Abend wäre vielleicht eine gute Möglichkeit mit dem Mais. Ja. Vielleicht. Stimmt. So um 12 Uhr oder so. Gehen wir Pokémon fangen. Nachts um 12. Keine Spannung? Ja. Hey, dann geht's ab hier in. Das muss rausschneiden dann. In der Klötenhöhe. Das geht ab hier in der Schweiz. So, Tag 3 in der Schweiz. Und es raucht schon wieder kräftig bei uns. Ja, wir sind am Vorbereiten vom Brisket. Genau. Einmal hier und dann. Das ist der Unterbau. Und gleich kommt das Fleisch. Genau, also wir haben da jetzt vorbereitet. Glühende Kohle brauchen wir. Packen wir nachher hier rein. Dass wir nachher schön konstante Temperatur haben. Aber wir müssen noch. Das ist ein Rauchsäckli. Rauchsäckli, genau. Wir müssen noch etwas vorbereiten, bevor wir dann fertig sind. Bis gleich.
So, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt Mittag. Wir haben hier das Fleisch. Es ist fertig und ja, die Temperatur ist soweit gut. Es ist ein wenig wärmer als 120 Grad. Das ist jetzt schon konstant so. Und wir packen jetzt das Fleisch rauf und lassen das mal bis am Abend stehen. Bis am Abend? Bis am Abend. Bis ach, etwa 10 Uhr. Das ist nicht so lang. Wird dann nochmal runtergeholt und dann, ja, man sieht sich dann. Ich würde sagen, schaut in den Grill, was haben wir jetzt hier drin. So, hier ist Wasser, hier ist eine Nase für den Grill, für die Temperatur. Oder? So, das Fleisch ist jetzt über Nacht drin gewesen und es hat ein Wasserbad im Flugzeug. So, da kommt der Hinkel zu. Und dann ist es rum. Mais, kannst du ablecken, bitte? Ja, das war es eigentlich schon für diesen Teil. Jetzt müssen wir einfach abwarten. Es hat gerade nur noch 43 Grad, siehst du? Ja klar, die ganze Hitze ist einfach weg, aber das geht schnell wieder hoch. So, jetzt müssen wir abwarten. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Ein Schluck. Ach so. Und um einfach zu sagen, das ist der Sommer in der Schweiz. So sieht's aus. Es regnet. Ja, was ist das? Ununterbrochen. Regen. Regen. Jetzt hört's auf. Sag das noch mal. Jetzt hört's auf. Jetzt reicht noch bis dahin. Ja. Also, um diesen Herrn mal zu erklären, das ist ein Degret, super Zombie-Zocker. Ab und zu. Aber wenn er spielt, ist er gut. Jo. Regeneskalation in der Schweiz und mein Grill läuft. Wir sind ready. Fleisch wird ausgepackt. Es ist 10 Uhr, das Fleisch hat die Temperatur erreicht. 91 Grad. Bei 92 wäre es ja überperfekt. Aber ich nehme es jetzt weg und lasse es in Alufolie einwickeln. Und wir sehen dann, ja, wie das Ganze geworden ist, dann später in einer halben Stunde. Es ist ja schon eingewickelt. Ganz vergessen. Schön weiß, ich merke es so. Wenn ich drauf so lässt nach. Und das riecht, die riecht dann. Wow. Ui! Abreißen und rein.
geht. Bis dann. In einer halben Stunde ist es dann wirklich servierbereit. Aber es riecht einfach so gut. Ist heiß. Was sagt der Meisterkoch? Perfekt. So, Tag 4 ist angebrochen in der Schweiz mit deutschem Kaffee. Nein. Schweizer Kaffee. Schweizer Kaffee. Schweizer UHT-Milch. Unser Nespresso ist der beste. Ja, Nespresso-Shop. In der Schweiz ist anders als in Deutschland. Schmeckt aber gleich wie in Deutschland. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Snackcheck mit mir. Nicht im Finji, sondern im Meist. In dem Fall, ich bin wieder in der Schweiz. Jetzt gibt es Schweizer Chips. Einmal haben wir hier Zweifelchips mit Café de Paris. Ja. Wir gucken uns das an, probieren es. Schauen wir mal nach, was die schmecken. So sieht der Chip aus. Schmeckt nach Chips. Und Kräuterbutter. Weiter zum nächsten. Die Chips fliegen hier durch die Räume. Nein, wir haben nochmal originale Chips von Zweifel. Ich habe das noch meine Zweifel dran an den Chips. Mit Meersalz. Hier fliegen Schweizer Handgranaten. So sieht der Chip aus. Mit auch Chips. Ohne mehr Salz. Das war's vom Snack-Track. Bis dahin. So, das war jetzt mein Urlaub bei Sunny und Richie. Ja, genau. Nein, ja, 4 Tage, super Urlaub in der Schweiz. Ich bedanke mich bei euch beiden recht herzlich für die tolle Gastfreundlichkeit. Ja, danke zurück. Ist nur jedem weiter zu empfehlen. Ja, war cool, wirklich. Auf jeden Fall. Ja, die 2 Damen im Hintergrund auch ein großes Danke, auch wenn sie nicht vor die Kamera treten möchten. Bitte.
Bitteschön. Dankeschön. Gut, ansonsten war es das. Wir sehen uns nochmal auf der Heimfahrt für ein großes Resümee dieser 4 Tage. Dann werden die 2 auch erfahren, was ich von ihnen wirklich halte. Ansonsten, bis dann. Servus.